Juhu, Yoshi-Freunde! Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Yoshi's Woolly World! So, in der letzten Folge haben wir uns wieder mit Monty geprügelt und ihm gezeigt, was ein wahrer Panda-Yoshi ist. Und jetzt begeben wir uns auf in die Wattelawinen-Welt. Das klingt fast schon wieder nach einem Side-Scroller. Feuermelonen bis zum Abwinken, das finde ich ja cool. Sowas klingt immer nach Side-Scroller, ne? So, dass so Lawinen hinter einem her sind und dass man halt so einen sich noch automatisch bewegenden Bildschirm hat. Man muss wegrennen, so wie diese kleine niedliche Knopfanimation hier. Ja, ich bin ja mal sehr gespannt. Yoshi! Oh, scheiße! Okay, Lawine Nummer 1. Oh, die haben Shy Guys. Oh, guckt euch mal die Pudelmütze da hinten an. Der Pudelmützenberg. Und auch die Wolken schauen so glücklich und zufrieden. Oh, die Details dieses Spiels sind echt toll. Oh, das sieht richtig flauschig aus. Oh, nämlich, oh, schön flauschi-bauschi. Nicht schlecht. Halt. Und schon wieder flauschi-bausch. Ich möchte aber euch erstmal gerade eine mitnehmen. Oder? Was ist hier? Sterbe ich da, wenn ich da runterfalle? Oh. Irgendwie schon. Oh, wie komme ich denn... Oh. Aua. Au. Okay, das ist dumm. Wenn der die da runterschubst, dann komme ich ja nicht mehr da hoch. Müssen wir uns merken, dass diese Schneebälle die auch runterschubsen können. Soll heißen, wenn Schneebälle die runterschubsen können, können auch wir sie runterschubsen. Wir sollten den Typen da oben auf jeden Fall sofort erledigen. Ich überlege nur gerade, wie wir das am besten machen. Oh. Hat so nicht ganz geklappt. Oder komme ich denn dahin? Will ich dahin? Ich will dahin. Noch was? Sieht doch hier. Ich kann sagen, es sieht doch hier so verdächtig aus. Gotcha! Oh, oh, Moment, 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 Moment. Das ist so ein Du hast keine Zeit-Teil. Oh, shit. Oh Gott. Oh Gott. Okay, alles gut. Irgendwas übersehen jetzt? Nein. Oh, das sieht so flauschig aus. Schaut euch das an, damit man sich richtig reinlegen. Oh, diese Winterkühle, die dieses Level jetzt hier ausstrahlt. Die hätte ich jetzt gerne zu Hause. Ich weiß nicht, ob es bei euch auch so warm ist wie bei mir, aber... Gut, es dürfte jetzt heute vielleicht ein bisschen kühler sein an dem Tag, wo das Video läuft. Oh Gott. Ihr macht mich jetzt schon fertig. Das ist ein bisschen brutal, ne? Danke. Ah, Lebenspunkte für mich. Süß. Bock. Nee. Aha, da nach oben. Aber da ist ja noch mehr so an der Seite, ne? Also. Aha. Eine geheime Röhre. Jo. Ihr werft mit den Schneebällen nach mir, ist klar. Nee. Hopp. Nee, doch nicht. Moment. Gotcha! Das erste Rollknall. Ja, ist es das erste? Ja. Irgendwie das Gefühl, ich habe schon total viel übersehen. Das Level ist so detailreich, da gucke ich die ganze Zeit auf den... Oh mein Gott, guck dir, wie süß das aussieht. Oh, der Schneemann ist so schön. Das ist übrigens eine total schöne Idee, solche Schneemänner für zu Hause als Dekoration zu machen. Überhaupt aus so einer Wolllandschaft Dekorationen für den Winter gestalten. Echt total die schöne Idee. Damit kann man richtig gut Tische dekorieren. Oh no! Jetzt passiert aber ja gar nichts. Oh, Äffchen. Nein, 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 nein. Was ist denn hin? Was ist los? Ist da was? Moment. Ich komme hinterher. Äffchen. Ja. Das Äffchen hat mir gezeigt, wo die zweite Blume ist. Danke, Äffchen. Nein. Oh Gott. Nein. Nein. Wieso tut ihr das? Hier. Guck zu, wie dein Kollege gleich dann... Oh. Okay, viel Spaß mit euren Affenkollegen. Ja. Oh, Lebenspunkte. Okay, und jetzt?
Kann ich die Wolke durch die Äffchen da runterschießen? Oder vielleicht? Oh, die armen Äffchen. Sorry! Oh, die armen Äffchen. Oh, da will ich hoch. Oh, komme ich jetzt hier rüber irgendwie hoch? Und wer ist Lawine? Da kommt eine Lawine von oben hoch. Ah, oh, ganz viel Diamanten. Oh Gott, in diesem Ding herumzulaufen ist gar nicht so einfach. Moment, das ist jetzt schon Blume Nummer 3. Und wir haben erst ein Wollknäuel. Da habe ich bestimmt was übersehen. Oh nein, nein, nicht schon wieder. In letzter Zeit übersehe ich immer irgendetwas. Ich habe gerade Münzen bekommen. Als ich nach da oben... Ich habe gerade eben Münzen bekommen. Ich habe nach da oben geschossen und habe Münzen gekriegt. Habt ihr das auch gehört? Ich hab hier gerade nach oben geschossen. Da waren Münzen. Aber jetzt sind hier keine Münzen mehr. Das ist doch komisch. Wie kann ich das denn jetzt übersehen haben? Hat das Äffchen schon wieder? Nein, Äffchen. Zurück komme ich jetzt auch nicht mehr, ne? Ja, das ist jetzt ungünstig. Nein, bewirf mich nicht mit dem. Nein. Okay, dann guck jetzt gerade noch mal hier so ein bisschen. Aber da kann man auch nicht in die Ecke gucken. Dann haben wir wahrscheinlich was übersehen. Blümchen! Wow, erstmal den Affen da quer durchgeschubst. Armes Äffchen. Was gibt es hier? Aha. Gut, dass ich das vorher gemacht habe. Nein, 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 nein. Aua, das ist mega. Nein, Lakito, nein. Oh. Das war erst der zweite. Okay. Ups. Ist da irgendwas Besonderes? Nee. Ist das jetzt hier ein Problem? Ah! Lucky du. Oh! Okay, sonst hätte ich da ja auch was hochwerfen können, aber wie es aussieht, brauche ich sogar die Lakito-Wolke. Nee. Nein, ich will nicht, dass sie verschwindet. Nein. Nein, nein, nein. Ich bin gerade ein bisschen überfordert mit allem. Huch, das ist schon das zweite. Okay, was habe ich jetzt hier alles übersehen? Ach, sonst nichts, ne? Das ist ja Lakito schon wieder. Lakito? Nein, nein, nein. Böser Lakito. Na komm. Wie der sich auch sträubt, ne? Ich fass es einfach nicht. Weißt du, Junge? Ne? Ich kann auch einfach hier rüberfliegen. Äffchen. Wieso hast du mir wehgetan? Nein, 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 nein. Oh. Okay. Okay. Dann war das gut. Äffchen! Stopp! Oh, hat sich festgehalten. Meiner? Zack und zack. Damit ich nochmal Lebenspunkte voll hier kriege. Oh Gott. Wie, du wirfst nach was. Mit irgendwas nach mir. Okay. Ei. Ei, 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 ei. Oh Gott. Okay. Das sieht zu Recht verdächtig aus. Ja. Huch. Huch. Okay. Ein richtig großes Areal dahinter. Boah, sogar mit einer Röhre. Okay, cool. Uncool. Mega uncool. Nein. Also mit vollen Lebenspunkten komme ich hier nicht mehr durch. Und die Lakito-Wolke, wir sind gerade die besten Freunde. Oh, das ist jetzt schlecht. Eieieiei, hoffentlich erwische ich alles, was ich brauche. Oh Gott, Yoshi, du bist irre, wenn es ums Fliegen geht, ne?
Das machst du sehr gut. Das machst du sehr gut, Yoshi. Warte, Yoshi, du musst noch den da erwischen. Ja, dann wirf. Au! Hey! Nicht so zielgerecht auf mich, ja? Dankeschön. Okay, das mit den vollen Lebenspunkten können wir uns schon mal wieder streichen, aber klappt ja ganz gut bis jetzt. Und hier gibt es wieder ein Secret Level. Oh nein, da wäre es noch weitergegangen. Hier gibt es jetzt wieder ein Regenbogen-Geheimlevel. Wir sind wieder der Mega-Yoshi. Geil. Wow. Okay. Ha, ha, ha. Knapp. Spiel. Könntest du das lassen? Stampfattacke. Wow. Scary. Ich wette, ich habe jetzt da was übersehen. Oh Gott! Ah, schnell da durch! Okay. Ach so! Ach, das habe ich gar nicht gesehen. Ach, da kommt jetzt doch. Jetzt habe ich. Okay. Da könnte ich jetzt sogar noch mal rein, oder wie? Ist ja nicht zu. Geil! Ich kann noch mal Mega-Yoshi sein. Ich habe nämlich, glaube ich, was übersehen. Nice. Hier, ich stopp euch alle platt. Ich bin der Mega-Yoshi. Wow, bäh. Juhu. Dich, liebe es. So lässt sich arbeiten. Gott, ist das knapp. Gerade zu bemessen die Zeit, ne? Das haben die mit Absicht gemacht. Ich weiß jetzt auch nicht, wie ich dann Zeit sparen sollte. Hier muss ich ja nicht springen. Puh. Okay, ich habe aber nichts Weltbewegendes darunter. Oh Gott, die armen Küken. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nichts Weltbewegendes darunter vergessen. Hui. Jupp. Sehr gut. Wird mir das auch erledigt. Das Märchen-Schei-Guide. Puck. Nein, jetzt habe ich die Wolke aktiviert. Das wollte ich bestimmt nicht. Oder? Schneemänner. Yeah, Schneemänner. Das ist ja toll. Nee, super, super Schneemänner und so. Das ist ein bisschen, ah! Okay, das arme Äffchen hat es jetzt hinter sich. Oh, ich habe alles gefunden, ja? Irre. Oh Gott. Ah, wow, das war schneller als erwartet. Tschucke. Wow, aber nicht mit allen Lebenspunkten. Mal wieder. Ich schäme mich, aber dafür gibt es einen neuen Yoshi und das sieht schon wieder nach einem Winterthema Yoshi aus. Ich meine, 100% machen wir ja trotzdem immer, ne? Alles finden, mit vollen Lebenspunkten durchkommen ist jetzt nicht so das große Drama. Da macht es wenigstens Spaß, die ganzen Level nochmal zu spielen mit. Das machen wir halt einfach im Livestream. So habt ihr trotzdem 100% Walkthrough, wo alle Geheimnisse sind, ja, weil wir bis jetzt, ich glaube, nur mal einmal eine Blume, die ich noch extra holen muss. Aber ich glaube, alles gesehen haben. Das sieht ja schick aus. Das ist der Stern-Yoshi. Aber du bist aber hübsch. Dich nehme ich. Das sieht ja auch stylisch aus. Du bist was? Nicht den Faden verlieren. Da habe ich spontan ein bisschen Angst vor. Was ich jetzt gerade mal machen würde, konnte man sich nicht mal alle Yoshis, die wir haben, angucken? Ich würde mir gerne meine Yoshis mal anschauen. Was ich überhaupt alles schon gesammelt habe.
kommt, den Stern-Yoshi nehme ich auf jeden Fall beim nächsten Mal, ist klar. Bist du das Yoshi-Haus? Yoshi-Pavillon, genau. Gucken wir doch mal da rein. Schauen wir uns unsere kleine Yoshi-Parade an. Ah. Sind aber noch viele, die wir nicht haben. Oh Gott, ihr seid so süß. Oh mein Gott, seid ihr süß. Oh Gott, ihr seid so süß. Und der Schnuffel-Yoshi war so niedlich. Oh, ich liebe immer noch den Kuh-Yoshi. Kuh-Yoshi. Okay, und die fehlen denn hier noch? Das ist dann jetzt... Genau, der hier fehlt mir noch, weil wir das Secret Level nicht gemacht haben. Oh, ihr seid aber echt total hübsch, die Mann. Oh Gott, ich würde die gerne alle häkeln. Oh, ihr seid alle so süß. Du bist so süß. Du kleiner Putzelbu. Na gut, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder bei Let's Play Yoshi is Woolly World. Ich freue mich schon auf den Nicht-Faden-Verlieren. Ich freue mich schon auf das Nicht-Faden-Verlieren-Level. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Danke fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein, danke fürs Kommentieren, danke fürs Bewerten. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.